Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder was vor. Da es ja jetzt Frühling wird, gestalten wir auch unseren Balkon wieder neu. Und ihr seht vielleicht, wenn man hier hochschaut, das Haus wurde komplett neu gestrichen. Das heißt, wir haben unseren ganzen Balkon vom letzten Jahr aufgeräumt, den ihr vielleicht kennt mit der Markise, wo wir die Orangenlimo gemacht haben. Hier ein kurzer Ausschnitt. Hier heute wieder mit meiner Schwester. Hallo! Und heute machen wir keine Gummibärchen-Challenge und deswegen versuchen wir heute unsere eigene Fanta zu mischen. Genau, könnt ihr euch ja natürlich auch nochmal hier oben auf der Infokarte anschauen. Und ja, ich darf nicht so viel aufs Display schauen und dazu haben wir uns ein Auto gemietet, da wir selbst keins besitzen. Und ja, da fahren wir jetzt erstmal mit dem Fahrrad hin. Das ist mein Fahrrad übrigens, falls ihr es noch nicht kennt. Ist irgend so ein günstiges. Habe ich mir mal während der Ausbildung gekauft. Da hat man ja nicht so viel Geld. Genau, und ja, jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann an der Station wieder, wo wir das Auto gemietet haben. Und dann gibt es ein paar Impressionen. Auf dem Fahrrad geht das schlecht. Man soll ja auch sicher fahren. Ich muss immer wieder, sollte viel lieber da in die Kamera schauen. So, okay, und dann sehen wir uns an der Station wieder. Das war meine Schwester übrigens, mit der ich die immer gemacht habe. Da hinten ist unser Fahrradraum. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen, hinter uns steht das Auto, was wir gemietet haben und ja, jetzt geht's mal rein ins Gartengeschäft und ja, schauen wir mal, was es da so gibt und ja, wir haben auf jeden Fall geplant, einen Kirschbaum zu kaufen, einen kleinen, weil wir hatten früher auch so Bäume auf unserem Balkon. Ja, und jetzt geht's mal rein und für euch gibt's ein paar Impressionen. Viel Spaß! Leute, wir sind jetzt wieder draußen aus dem Gartencenter. Hier seht ihr das Auto. Und wir haben da, seht gerade mein Vater, der hebt gerade in einen Baum rein. Wir haben jetzt ein Mini-Pfirsich, ein Zwergpfirsich gekauft und eine Sauerkirschpflanze. Mal schauen. Wir haben hier nur einen Balkon, aber das, denke ich, geht schon ganz gut. Genau, jetzt fahren wir mit dem Auto hier zurück. Das ist das geliehene Auto. Hier so ein schicker Toyota Auris. Genau. Und ja, davon gibt es noch ein paar Impressionen am Ende und ja, genau, natürlich haben wir ganz viel Erde gekauft, zeige ich euch noch ganz kurz. Und hier seht ihr, haben wir hier Dünger gekauft, da hinten sitzt meine Schwester, dann haben wir zweimal Erde gekauft und noch so eine Bio-Erde, genau, und ja, jetzt fahren wir nach Hause, es gibt noch ein paar Impressionen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Vlog. Bitte unbedingt auf Abonnieren drücken, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Es gibt viele spannende Sachen dieses Jahr. Und ja, dann sehen wir uns demnächst schon wieder. Ich muss noch ein paar Videos machen für die Challenge, für die 100-Tage-Challenge. Ich packe euch mal einen Link rein von dem Kanal von Jan, von so wie YouTube. Genau, und ja, dann sehen wir uns da wieder. Und bis dahin würde ich sagen, seid kreativ, bleibt gesund. Und ciao. Ah ja, und Daumen nicht vergessen. Tschüss.